Wie findet ihr das? Wenn ihr das cool findet, gebt doch mal ein Like. Im RS5, ne? Und da saß so eine hübsche Blondine und ich mach so und sie grinst und er hat mich so böse angeguckt. Also guck meine Freundin nicht zweimal an. Oh Gott. Ja, das sah ich auch schon. Dann kommt er daher so, was guckst du meine Freundin an? Junge! Wie geil! Wie geil! Der überholt ihn einfach auf der Gegenspur. Läuft bei dem BMW-Fahrer hier. Bitches tanzen a la Figaro. Oh, yeah. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin, moin, ihr Landrand, was geht ab? Blackies am Start. Willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder mit Nick. Adrenalin Nick. So ein lustiger Name einfach. Offizielles Mitglied der Landrand-Crew durch seine beste Schutzkleidung der Welt, nämlich Landrand-Merch. Okay, ich hör auf. Er hat natürlich da drunter eine Kombi an. Schutzkleidung ist wichtig, Leute. Und wir sind heute wieder unterwegs, das Video von gestern gesehen habt. Sozusagen quasi der zweite Teil, denn gestern sind wir schon gefahren. Wer es nicht gesehen hat, guckt das Video von gestern an. Checkt unbedingt auch mal Nick aus. Ich gucke mir das selber an. Ich muss nämlich ehrlich sagen, so viel habe ich von ihm gar nicht gesehen, nur auf Instagram. Oh, ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt und so weiter. Da, wo es den Merch-Shop auch gibt. Da, wo ihr den Pulli kaufen könnt. Den schwarzen oder den orangen natürlich. Und ja, wir düsen hier gerade ein bisschen durch das kalte Hamburg. Denn heute ist es trocken. Das ist das erste Mal, dass ich halt trocken fahre, seit ich wieder Motorrad fahre. Und es geht erstaunlich gut wieder. Mein Bein kann ich immer besser bewegen. Die Narbe verheilt richtig gut, was egal ist, weil das wird ja eh wieder aufgeschnitten und das Metall wird rausgeholt. Nächstes Jahr irgendwann. Lass mal rechts. Hier ist es schon wieder glatt, das ist hier alles gefährlich für mich. Oh, jetzt sieht es doch mal ein Wheelie aus, oder? Digga, wie er noch Zeit hat dazu, nach links und rechts zu gucken, so, Alter. Ich muss mich so konzentrieren. Alter, der ist richtig gut. Oh, der war schön. Der war schön, der war lang. Da konnte ich auch ein bisschen zur Seite gucken. Thumbs up gibt es dazu. Oh, es macht so Spaß. Ich komme wieder rein. Ich habe wieder Lust. Das ist doch schön. Bis mich irgendwann die Polizei wieder anhält und mir den Spaß verdirbt. Das ist gemein. Wheelies sind gar nicht verboten. Nur wenn man jemanden gefährdet. Da war gar keiner. Wen gefährde ich denn? Niemand. Ich hab's drauf. Natürlich verstehe ich das, dass viele dann sagen, so ey, in der Stadt und so weiter muss nicht sein. Klar, hier mache ich jetzt auch keinen Wheelie zwischen, weil wer weiß, ob der denkt, oh, hier muss ich nochmal schnell tanken und da ist eine Tankstelle oder ich muss mal hier kurz rechts, links umdrehen, bla, da kann immer was passieren. Aber wenn hier jetzt, wenn hier nichts ist, der dachte auch, was geht mit dem ab? Ey, der am Auto links neben uns denkt auch so, was geht mit dem ab? Ich so am Hüpfen die ganze Zeit so. Meine? Ja, weil die so viel Drehmoment unten rum hat, das ist absolut krank. Oder wie der alte Blackout sagen würde, Nanometer. Oh Gott, ey. Guten alten Zeiten. Von Gehirnlücken, Johnny. Das bin ich. So, es geht einfach um Aktionen wie diese. Jetzt stehen wir vorne an der Ampel. Vor uns ist nichts gleich. Es ist dreispurig. Wenn ich jetzt auf der mittleren Spur einen kleinen Wheelie ziehe, der nicht 100% an der Kante ist, sondern einfach gemütlich. Das ist doch ein gemütlicher Wheelie. Sanft abgesetzt, runtergebremst. Ich bin nicht über 70 km/h laut Tacho. Das ist in echt irgendwie 60, 70.
70. Ja, 70 am Tacho ist in echt 70. Nein, 62 oder 63 ist das in echt, glaube ich. Höchstens. Da kann doch keiner was sagen, oder? Also, oder schiebe ich hier einen komischen Film und ich rede Quatsch, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin über konstruktive Kritik immer froh, also schreibt mir ruhig so, ey, nee, ich finde das nicht so, weil. Und wenn ihr dann was Begründetes schreibt, dann verteile ich dafür auch manchmal Herzen und denke mir so, ey, geile Courage, geiler Mut, stell dich mal dem Blackout entgegen, der hat nicht immer recht. Ne? Aber sonst, es ist mega geil. Es macht voll Spaß, jetzt wieder drin zu sein. Mal wieder ein bisschen Gas zu geben. Ah, es ist doch schön. Hier ist auch so eine schöne Wheelie-Strecke. Es ist genauso dreispurig, viel Platz. Kann man noch mal einen kleinen Wheelie ziehen. Hier sind wir vom Fernsehturm in Hamburg. Guck da mal hoch. Ha, da kann man Bungee springen von dem Teil. Junge, wie geil. Wie geil. Denk mal, hol den einfach auf der Gegenspur. Läuft bei dem BMW-Fahrer hier. Was ist eilig, oder? Junge, wie geil war das denn? Ich hab's nur im Spiegel gesehen, ihr habt's wahrscheinlich nicht gesehen. Ich bin auf der rechten Spur gefahren, Nick auf der linken und dann haut's den da auf der Gegenfahrbahn rüber und gibt Vollgas mit seinem Dreier hier. Ah, schön auf der Straße parken, ihr macht das toll. Du kannst ja nicht da auf dem Parkplatz stehen, das ist ja... Ich meine, der hat es einfach richtig eilig hier. Der sieht auch schon richtig gestresst aus. Ich glaube, der hat es richtig eilig einfach. Ein bisschen gestresst. Junge, Gegenfahrbahn, gib ihm, Junge. Digga, du bist mit deiner Z57 einfach zu langsam für den dicken Dreier BMW. Das ist bestimmt 316 oder so. Der hat Power, was willst du da tun? Für den bist du eine Behinderung im Verkehr. Was soll man da machen? Oh, was für eine schöne Weihnachtsbeleuchtung hier. Findet ihr nicht auch? Es ist so schön, immer wenn Weihnachten wird, dann kommt hier so eine schöne Beleuchtung. Bauen sie hier auf. Das machen sie toll, das machen sie schön, die Städte. Was geht denn jetzt ab? Oh, in der Z habe ich auch immer früher schöne Wheelies gezogen. Auch hier ist wieder schön. Was ein toller Verkehr. Das macht doch Spaß hier. Das ist so verdammt schwer, sie mit 48 fährt hoch. Das glaube ich, ja. So schwer. Da musst du richtig committen. Die wiegt 200 Kilo oder so. 230 mit Originalauspuff. Da musst du so reißen. Ich spüre meine Finger nicht. Immer wenn ich zu Hause ankomme, dann ist es für mich voll schwer, den Helm aufzumachen. Ich habe so einen Doppel-D-Verschluss, ne? Ich fühle den nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gerade drücke oder ob mein Finger da drauf ist. Das ist echt. Ja. Das Leben als Allwetterbiker ist einfach hart. Ich sag's dir, es ist schlimm. Am schlimmsten sind die Erkältungen immer. Man hat immer eine laufende Nase und dann schneidet man seine Videos und denkt sich, oh Mann, Digga. Kannst du nicht mal aufhören, die Nase hochzuziehen? Das merkt man einfach nicht, weil man die ganze Zeit hier rumfährt. Und dieses Nase hochziehen übersteuert natürlich auch im Mikro und hört sich dann in echt noch lauter an, als es ist. Ach, das ist doch scheiße hier. Dein ist breit, ne? Du kannst nicht so gut hier rumfiltern, ne? Weil hier ist eng. Ja. Meine sind halt so schön hoch, ich komme unter den Spiegeln meist drüber, über den Spiegeln durch. Das ist auch geil. Er feiert richtig, er freut sich unnormal. Der hat gerade so gelacht, ich weiß auch nicht. Er hat gegrinst, die Motorräder angeguckt und dann hat er so gelacht.
hat sich richtig gefreut, wie so ein Kind. Junge, was ist das für ein Bus? Der ist niemals ist der über grün gefahren. Never ist der über grün gefahren. Versteht auch keiner. Genau, wollen wir hier mit, guck mal, was ist das? Was machen diese Leute hier? Wo stehen die? Das ist eine Frechheit. Das ist ja nicht Weihnachtsbeleuchtung, das ist schön. Ich mag so Lichterketten. Ey, der Bus ist niemals über grün gefahren. Never ist er über grün gefahren. Der hat die Straßensperre gemacht und hat noch jemanden, der da gegangen ist, die Vorfahrt genommen, der hatte grün und der ist rübergefahren, weil er sonst alles versperrt hätte. Wo hatte der seine Augen? Genau in der Kurve da. Kann man da parken? Ja, genau das dachte ich auch. Wie kann man da parken, ey? Schon wieder der Wahnsinn, Mann. Man meint, sowas passiert nur im Sommer, wenn die Gehirne alle voll erweicht sind. Es gibt einfach Volldeppen, Ganzjahresdeppen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, dann fahren wir da vorne ein bisschen rum in Weihnachtsmann-Outfits und gucken mal, wie die Leute reagieren und geben denen irgendwie Zuckerstangen oder so. Darauf hatten wir richtig Bock. Wie findet ihr die Idee? Habt ihr noch weitere irgendwelche Special-Weihnachtsideen, die man irgendwie machen könnte? Denn ich bin ja jetzt wieder voll dabei. Oh, wie geil sieht das aus. Leute, guckt euch mal Hamburg an. Guckt euch mal Hamburg an. Was ist das für eine schöne Stadt? So schön, die Alster. Da hinten diese Gebäude. Der Tannenbaum da auf der Mitte. Wahnsinnig geil, oder? Finde ich auf jeden Fall wahnsinnig schön. Das ist echt was Geiles. Heute haben wir wieder 30 km/h im Angebot und einen Verkehr, der aber nur 18 km/h fährt. Das ist wieder ein Wahnsinns-Tag. Jetzt gucken Sie sich an, wie hier niemand über... was steht da? Achtung, oh Gott, Gottes Willen, Junge. Mein Ohren! Ey, wir fahren nur noch 20 km/h. Was passiert denn hier? 16 km/h. Wir setzen neue Tiefrekorde. Das ist schon geil, wie sich das anhört. Wird auch langsam dunkel jetzt. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Wir kommen raus und es ist irgendwie schon viel dunkler. Jetzt fahren wir hier aber durch. Hier passt er easy. Da passt er durch, ne? Dieser Platz. Junge, dein Auspuff ist nicht mehr normal. Wir fahren da übrigens rechts so, ne? Oh, was ist das? Die Leute blockieren heute alle die Straßen, Mann. Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist das. Erstmal Lichttube hier. Alter! Was? Ja, das war ja fast Nummernschild. Eine Mann, ja. Hast du das drauf, wie gerade das war? Boah, das musst du mal auscutten und mir schicken. Ja. Das war nämlich echt ganz schön hoch. Aber fahr nicht so schnell. Ich weiß nicht, was mit dem hinter uns ist, aber der hat gerade, der fährt richtig krass hinter mir schnell und so. Ich kann auch da immer so die Spiegel, weil die gucken. Ja.
Ich war nicht zu schnell, aber wegen Wheelie oder so. Deswegen sage ich nur, dass du nicht zu schnell jetzt, dass du jetzt nicht hier Vollgas abgibst oder so. Ich kann nicht mal sehen, ob der alleine im Auto ist oder zu zweit. Ich kann nicht mal sehen, ob der alleine oder zu zweit im Auto ist. Meine Spiegel vibrieren immer so. Ich bin da immer richtig paranoid, wenn mir jemand so hinterherfährt. Ich denke mir immer so, nein! So. Das war eine nette kleine Ausfahrt mit dem Nick. Checkt ihn, wie gesagt, auf jeden Fall mal aus. Ist ein richtig korrekter Typ. Hat auch geile Bilder auf Insta. Auch mit Alisa und so. Ja. Und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Ich friere schon wieder. Ich muss zu Hause mich. Ich setze mich wieder in meiner Winterjacke ins Zimmer oder so. Letztes Mal ist mein Mitbewohner reingekommen und ich saß da mit Mütze, Schal, Winterjacke. Und er so, Digga, bist du noch ganz richtig im Kopf oder was geht bei dir ab? Weil ich einfach so gefroren habe. Und heizte natürlich an. Es war richtig warm in dem Zimmer. Er so, Junge, bei dir ist. Feinmotorik ist noch nicht so da. Kurz mal neutral geschaltet, wie gesagt, und es war einfach mir jetzt richtig kalt und da muss man sich erstmal wieder aufwärmen. Das muss ich auch gleich machen. Mir ist schon wieder meine Nase, ist ein Eiszapfen. Und hier stellen wir uns mal fürs Taxi. Sorry. Und ich habe gerade mit Nick noch drüber geredet. Er meinte so, ja, das Ding ist, du fährst safe über Rot. Safe! Das Ding ist, dass man eigentlich nicht so Bock hat. Ich hatte nicht so Bock zu fahren und er hat mich ein bisschen gepusht und dann meinte er so, er hatte auch nicht so Bock zu fahren. Aber das Ding ist, es wird halt noch schlechter, es wird halt noch kälter und noch mehr Schnee und so. Und dann wünscht man sich, man wäre in dieser Zeit gefahren und hätte auch Videos produziert und so. Und ich mache das ja gerne, wobei es mittlerweile schon so ist, dass ich natürlich auch damit mein Geld verdiene und das mein Job ist. Aber ich möchte meine Community, also euch, auch nicht im Stich lassen. Und deswegen möchte ich auch Videos produzieren. Und dann steht das einfach mal ein bisschen im Vordergrund. So, heute hätte ich kein YouTube, würde ich kein YouTube machen. Und das jetzt unabhängig, ob ich jetzt 200.000 oder 1.000 Abonnenten habe. Aber hätte ich gar kein YouTube, hätte ich damit nie angefangen, wäre ich heute nicht gefahren. Das kann ich auch versprechen. Und trotzdem war es ein geiler Tag, hat Spaß gemacht. War cool. Und ja, ich denke, das ist, muss man immer mit sich absprechen. So. Ob man darauf Bock hat, ob man darauf Lust hat, wie man das macht. Und das kommt dann auch auf jede Persönlichkeit selber an. Weil ich weiß genau, dass ich bin euch zwar nicht schuldig, aber... Ihr seid, viele von euch sind so, dass sie selber nicht fahren dürfen oder selbst noch nicht so eine große Maschine fahren dürfen. Und dem macht es natürlich Spaß, dazu zu gucken. Und wenn ich jetzt fahre, dann freue ich mich für euch mit, weil ich weiß, dass ihr daran Freude habt, wenn ihr das seht. Und ihr sozusagen da ein bisschen dabei seid. Das ist natürlich dann auch was Schönes. Jetzt fängt schon wieder meine Nase ab. Absolut heftig an zu laufen, aber heute ist es wenigstens nicht nass. Das Ding ist Kälte, da bin ich gleich zu Hause und mich wieder aufgewärmt. Ich bin zwar jetzt im Winter mal dauerhaft der Kälte und die Leute fragen, warum eigentlich, was ist für ein Immunsystem? Naja, weil ich immer Motorrad fahre, aber besser als Nässe, weil Nässe ist eklig und gefährlich und weiß ich nicht. Das ist einfach, als Motorradfahrer hasst man Nässe, glaube ich. Also wenn man fährt, ne? Naja, ich würde sagen, mehr gibt es in dem Video nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Fahr mal jetzt, ich muss nämlich nach rechts. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Junge, der geht hier richtig ab. Da kriegen die Leute ja Angst auf dem Zebrastreifen. So, der hier los schießt. Mit seinem, was ist das, Q3? Q5? Thank you.
jeden Fall habe ich schon die Verabschiedung gemacht. Und wie jedes Video macht sie zweimal, weil ich einfach mal wieder Brain off bin. Aber ja, macht's gut, peace. Haut rein in den anderen. Pa, pa, pa.